Und die müssen das lernen, auch aus sich herauszukommen, von innen heraus mal loszuschreien. Gib da mal richtig Feuer, mach den richtig Feuer unterm Hintern. Und wenn du das, diese Basics schaffst, beherrschst, von innen heraus den Menschen ein glückliches Gefühl gibst, dann sind sie von dir begeistert. Dann wollen sie jedes Mal in den Kurs kommen. Was geht ab, ihr Lieben? Ich bin's wieder, Pete R. Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Hit the Beat Kanal. Heutiges Thema, ganz, ganz wichtig für euch als Fitnesstrainer. Wie schaffe ich es, dass mein Kurs immer voll ist und immer voller wird, so dass am Ende eventuell sogar zwei, drei, vier Kurse daraus entstehen? Die Antwort ist relativ simpel, aber ja, was steckt eigentlich dahinter? Und zwar ist es deine Aufgabe, nicht die einzige, heute thematisieren wir nur eine. Du musst einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bedeutet, wenn die Teilnehmer den Kursraum verlassen, dürfen sie dich nicht vergessen. Was ist zu tun? Wie macht man das Ganze? Erstmal das Mindset erstmal ändern. Hey, du solltest immer den Anspruch an dich selbst haben, ein exzellenter Trainer zu sein, ein energiegeladener Trainer zu sein und immer das Allerbeste aus sich rausholen. So, wie macht man das Ganze? Nummer eins, du kommst nicht erst um 16 Uhr, falls um 16 Uhr dein Kurs ist, zum Workout, sondern 5 vor, bereitest alles perfekt vor, begrüßt die Teilnehmer jeden Einzelnen mit einem High Five, High Ten, erwähnst ein bisschen etwas über dich, wer du bist und was in dieser Stunde erstmal passiert. Ja, nicht einfach anfangen. Das macht wahrscheinlich jeder hergelaufene Kurstrainer, sondern erzähl etwas über dich, über das Training. Und zwar sag zum Beispiel, heute machen wir ein HIIT-Workout, Hit the Beat. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber heute trainieren wir. Heute wachsen wir über uns hinaus. Meine Aufgabe als Trainer ist es, euch an eure Grenzen zu bringen, damit ihr Muskelkater spürt, erfährt, auch wirklich mal aus der Puste seid. Nur weil ihr am Ende kaputt seid, heißt das nicht, dass das Training zu hart war. So soll das Training sein. Natürlich muss es auch Spaß machen, dafür bin ich auch da hier heute mit euch. Aber ich möchte, dass ihr etwas lernt, über euren Schmerz hinauszugehen, um eine Entwicklung bei euch selber feststellen zu können. Und somit setzt du ein Frame. Die Leute wissen, was sie erwartet. Und dann geht's los. Du gehst hoch mit einer richtig geilen Energy. Du begeisterst die Leute, holst sie auch Energy ab. Ey, seid ihr ready? Und die müssen das lernen, auch aus sich herauszukommen, von innen heraus mal loszuschreien. Gib da mal richtig Feuer, mach den richtig Feuer unterm Hintern. Und wenn du das, diese Basics schaffst, beherrschst, von innen heraus den Menschen ein glückliches Gefühl gibst, dann sind sie von dir begeistert. Dann wollen sie jedes Mal in den Kurs kommen. Das waren so kleine Basics. Und am Ende vom Kurs verlässt du nicht einfach den Trainingsraum. Ja, das ist hier ein sehr, sehr wichtiger Tipp, sondern nochmal High Five bei jedem. Jeder untereinander High Five. Jeder sagt auch mal seinen Namen am Ende zueinander. Die Menschen sollten sich untereinander kennenlernen, damit sie das Gefühl haben, hier bin ich sicher, hier ist es ein Safe Spot, hier entstehen Freundschaften. Und diese Basics, die ich dir hier so sage, das hörst du vielleicht auch sehr oft von anderen Menschen. Und was macht jetzt hier den Unterschied aus zwischen einem erfolgreichen und einem nicht erfolgreichen Trainer? Dass man diese Dinge ständig wiederholt. Consistency is the key. Du machst das nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, jedes Mal. Das ist eine Routine, wie ein Tattoo an deinem Körper, das nie wieder weggeht. Und reflektier dich, nimm dich auch vorher auf. Schau, machst du das Ganze auch? Diese Energie, diese Ausstrahlung, hast du sie? Mach Testkurse mit deinen Freunden. Hol dir Feedback, was kannst du besser machen? Das ist so extrem wichtig. Falls dich dieses Thema interessiert, ein exzellenter Trainer zu werden, selber vielleicht auch Hit the Beat Trainer zu werden, probier die Workouts auf,
die findest du hier alle auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Peter, kann selber auch mal einen Kommentar hinterlassen, ob dir das Ganze geholfen hat, ob du das Ganze auch schon machst und ob es bei dir Früchte trägt. Hier in der Beschreibung alle Infos, Glocke für die kommenden Videos. Viel Spaß dabei, euer Peter. Let's go! 5, 6, 7, 8.